Guten Morgen, Leute. Onkel D, wieder da. Und erstmal, ich will sagen, danke für das so viele Nachrichten. Ich habe bekommen von meinem letzten Video. Wenn du hast mein letztes Video noch nicht gesehen, geh ein Video runter. Heißt Kinder, Elternbeziehung. Ich habe so viel Nachricht bekommen. Meine Snapchat war full, meine Instagram war full, meine Facebook-Nachricht, alle war full. So viele Leute haben mir geschrieben. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie kann sein? Und so viele Leute haben mir auch Thema geschrieben, gesagt, okay, die rede bitte über dieses Thema, rede über dieses Thema. Ich habe gesagt, wow, okay, so yes. Ich habe vor, jede Woche einmal oder jede Woche zweimal immer ein Thema zu nehmen, was Leute aus mir geschrieben und da ich rede darüber. Heute, das Thema, was wir reden, ist bleib so, wie du bist. Dieses Thema ist oft gekommen und erstmal will ich sagen, warum du willst dir ändern. Warum du willst dir von der Society, von der Gesellschaft, warum du willst dir Veränderung, warum? Wenn der Gesellschaft sagt, spring vor der Fenster, springst du? Wenn der Gesellschaft sagt, sei ein Hund, bist du ein Hund? Hm? Bist du oder bist du nicht? Nein! Warum du willst dich ändern vor irgendwas, was du bist gar nicht? Warum du willst dich ändern vor jemand, du kennst nicht mal? Warum du willst dich ändern vor was gefällt dir gar nicht? Bleib so, wie du bist. Weil so ist am besten, so du kennst dir, so du bist true to yourself. Du bist Wahrheit vor dir selber. Weißt du? Bleib so, wie du bist. Weil früher ich, mir ist der früher, ich habe früher eine Sunlocke hier. Meine Sunlocke war from East Coast to the West Coast. Meine Sun war so groß und ich fand den nicht rum. Aber jeder hat mir ausgelacht, hat gesagt, die, deine Sunlocke, so. Und wegen die, ich habe meine Sunlocke kleiner gemacht. Wenn du kannst sehen, hier, ich hab noch ein bisschen kleiner, aber früher war größer. So. Und jetzt, heute, ich wünschte, ich hätte nicht gemacht. Ich wünschte, ich hätte nicht meine Sunlocke gemacht, weil dieser hat es mir einzigartig gemacht. Jeder hätte gewusst, oh, das ist dieser Mann mit der Sunlocke. Oh, dieser Mann mit der schönen Lächeln und der Sunlocke. So. Jetzt keiner sagt so. Weißt du, dieser hätte mir so einzigartig gemacht. Ich hätte eine Sunlooki gehabt, immer ich hätte so viel gelächelt. Jeder hätte gesehen, mir wäre scheiße, egal was Leute hast gesagt. Aber mir war nicht scheiße, egal was Leute hast gesagt. Deswegen ich habe weggemacht. Siehst du? Dieser ist schlimm. Dieser ist schrecklich. Deswegen ändere dir vor keine. Ich weiß. Wenn du bist in der Kinderwaring oder wenn du bist in der Brunschule oder Obenschule oder Gymnasium oder vor der Real, egal welche Schule du bist, Kinder kann eine grausame Kreatur sein. Kinder kann dir hänseln, kann dir mobben, sagen, was ist das? So, aber das ist schon, wenn du hast Sommersprossen, ich liebe Sommersprossen, diese ist wunder, ich wünschte, ich glaube vielleicht, ich habe sogar Sommer, aber meine Haut wegen meiner Haut, man sieht nicht. Sommersprossen ist so schön. Welche hast Sommersprossen, die hast du so? Ich sag, hä, warum du hast einen Sommersprossen? Leute, da hast du dieser hier, dieser Punkt hier, wenn der lag im Grübchen. Ist so schön, wenn du lag und dann du hast hier, ist so schön, Leute, hast du sowas. Sag, warum, dieser mag die einzigartig. Leute mit roten Haare. Und der sagt, ja, ich gehe meine Haare färben, weil es heißt, was? Diese rote Haare macht dir wunderschön, wenn du bist draußen, wenn der Sonne scheint und du hast rote Haare, dann scheint so schön, du läufst. Alles wunderschön. Warum du willst die ändern von Leuten, weil dieser, wenn die finden hässlich, na und? Wenn die finden nicht schön, na und? Diese Leute, die hast noch nie sowas gesehen, deswegen die sagen sowas. Die hast noch nie sowas gesehen, deswegen. Und diese Leute sind neidisch, weil die hast nicht vor der. Was ist besonders bei denen? Guck mal, die Sache ist, wenn du bist normal, ist langweilig. Guck mal bei deinen Duden. Langweilig heißt langweilig. Boring. Wenn du musst was haben, was ist verrückt, was Leute hast noch nie gesehen, dieser mag dir einzigartig, dieser mag dir was Besonderes. Weißt du? Nicht immer jeder ist gleich, jeder mag dir gleiche Sache. Dann der ganze Welt wäre langweilig. Nein. Ich weiß noch, früher meine Deutschlehrerin, ich sag ihren Namen, mir ist scheißegal, Frau Glockner. Frau Glockner, du, wenn du siehst dieses Video, hörst du. Diese Frau Glockner, früher immer, wenn ich hab gefragt, oh, hat jemand eine Bleistift, hat jemand eine Anspinsen, hat jemand eine Radiergummi, dann sie sagt, hey, du bist nicht so schön, dass du musst dir umdrehen, dir präsentieren, du bist nicht schön.
Frau Grockner, wie kannst du eine Lehrerin sowas zu deiner Schule sagen? Wie? Sag mir wie. Und jeder hat geguckt und hat mir nur so angeguckt. Und ich wusste auch nicht, was ich soll sagen. Dann ich habe mir immer hässlich gefühlt. Ich habe gesagt, oh, bin ich hässlich? Ich darf mir nicht mehr zeigen. Ich habe da immer Muster getragen. Ich habe immer so gemacht, so in der Schule. In ihrer Frau Grockner, ich habe deinen Unterricht gehasst. Ja, ich will nur mal sagen, so. Ihre Unterricht, ich habe nie was gesagt. Nie, ich war immer ruhig. Immer ruhig, weil sie hat immer, und sie hat nicht nur einmal gesagt, sie hat ungefähr fünfmal gesagt, ich habe gesehen. Fünfmal, sie hat diese gesagt zu mir. Frau Grock, wie kannst du sowas sagen? Ich war, Frau, du bist alt. Weil wenn du wärst nicht alt, ich wäre jetzt zu dir nach Hause gekommen. Kein Problem, ich hätte dir gefunden. Mir ist scheiße egal. Aber ich bin nicht so. Deswegen, ich sag nur Frau Grockner, wenn ich bin vor dir hässlich, von der anderen Mensch, ich bin wunderschön, okay? Wenn du für mich hässlich, vielleicht ich bin keine Supermodel, aber mein Charakter mag mir wunderschön, okay? Mein Charakter kann mir dein Charakter mag dir Katastrophen, mag dir Mülleimer. So mag dein, ich hab dir gehasst, wie kannst du sowas sagen zu jemandem, ha? Wie? Egal. So Leute, ich will nur sagen, bleib wie du bist. Einzigartig, wenn du was hast, was Leute mag dir mobben drauf, was Leute reden darüber, versuch diese Sache zu einer besonderen Sache zu machen. Versuch diese Sache einzigartig zu machen. Such Leute, der hast vielleicht auch der gleiche, wenn du bist dick, wenn du bist aber fit, dann ist diese Leute scheiße egal, die können sagen, wenn ich bin auch dick. Und, aber ich bin immer noch fit. Ich gehe trotzdem zu der Sport. Ich kann immer rennen. Ich bin nie Atmung tot. Ich kann alle trotzdem ganz normal machen. Welche sind so wie ein Stock? Wie hier, wie an meine Kamm. Hier, die sind so. Und die denken, die können nicht einen 100 Meter laufen. Ich bin schneller als die. Vielleicht ich bin sogar nicht schneller, aber ich bin trotzdem. Ich kann 10 mal 100 Meter laufen. Die kann nur einmal 100 Meter laufen. Und die sagen, ja, du bist dick so. Na und? Ich bin fit. Ich bin gesund. Alles ist okay bei mir. So, ist egal. Wenn du hast eine Zahnlücke, wenn du hast Sommersprossen, wenn du hast rote Haare, wenn du trägst eine Brille, wenn du hast eine Zahnspange, scheiße, egal. Mach daraus eine besondere Sache. Also, verstehen? Mach daraus eine besondere Sache. Änder dich vor keinem Menschen. Änder dir vor keinem Menschen, weil so wie du bist, ist für der Beste, okay? So Leute, wenn ihr habt Fragen, wenn ihr wollt irgendwas sagen oder so, schreibt bei den Kommentaren, schreibt runter, ich lese mir oder schreibt bei meinen Snapchatten, schreibt bei meinen Instagram, schreibt bei meinen Facebooken, ich lese, ich antworte, wenn ich antworte nicht sofort, nicht sauer sein oder so, ich versuche alles zu antworten, vielleicht dauert ein bisschen, kein Problem, aber ich antworte, ja? Danke, ihr habt reingeschaut. Wenn du kennst jemanden, der mag dir immer, bist du down, 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 ey. Wenn du kennst jemanden, der ist down, wegen jemand Hänseln oder mag der Mobbing wegen Sachen, sag in dieser Video, und dann wir können darüber reden. Eine Sache, ich will noch sagen, für die schwarzen Leute, ich habe viel Nachricht bekommen, ich habe genau bei meinen Snapchatten, ich habe mal gepostet, wer hat alle Rassismus erlebt. So viele Leute haben es mir geschrieben. Und ich will auch sagen, ich habe auch Rassismus erlebt, weil ich war wo ich gewohnt habe, da waren nur weiße Leute, ich war der einzige Schwarze da. Und Leute, ich weiß so, ich sag den Namen, Steven, der eine war Steven, der eine war Alex, der eine, ich glaube Daniel, der Name war Daniel. Der hat immer einen Kreis gemacht, wenn ich bin gelaufen, hat mir getreten, hat mir angespuckt, hat mir alle. Und ich habe immer gesagt, warum ich bin schwarz, ich gehe zurück, Afrika, das Allerbeste. Aber guck mir jetzt an, ich bin glücklich, alles ist gut. Deswegen Leute, verändert nicht vor gar keinen, bleib so wie du bist. Versuch Stärke zu zeigen und schreib keine, nicht, mach nicht so, weil vor der Gewalt ist keine los. Nein, versuch mit deinen Worten, mit deinem Mund der Leute anzugreifen. Ist der Beste, weil danach die kann gar nicht mehr sagen. Und danach, meistens die wollen dir angreifen, weil du hast keine Kontrolle vor dir selbst, die sind verrückt, die sind bekloppt. So, Leute, so dieser Video war, wenn du hast was zu sagen, schreib in die Kommentare, schreib mir
eine Nachricht. Zeig der Leute, zeig der Video der Scheiße, meine Deutsch. Immer wenn ich rede, versuch schnell reden Deutsch, dann meine Deutsch geht Katastrophe. Wenn, zeig dieses Video der ganzen Leute, die du kennst, vielleicht jemand hat diese durchgemacht oder sowas, zeig den, versuch den zu einer Lächeln zu bringen, alle, und dann alle ist gut, Ende gut. Wir sehen uns, Onkel D.